Es ist diese eine Melodie in Endlosschleife, die einfach dazugehört, wenn sich die Bräunaer Kirmesmacher zum traditionellen Wickeltanz aufmachen. Wie hypnotisiert folgen sie dann den Klängen von Trompeten und Trommeln, tapsen im Takt zur Musik über die von hunderten Passanten gesäumten Straßen, die sich auch am Montagabend in einen kniffligen Hindernisparcours verwandelt haben. Statt in eklige Dreckbrühe geht's über die Wasserrutsche hinein ins Planschbecken voller kunterbunter Bälle und im Schweinetransporter wird der Kirmesmeute auch munter der Schnaps gleich in rauen Mengen eingeflößt. So krabbelt er sich schließlich viel leichter durch den Strohtunnel. Die Küsse unter dem Schutz wehender Kirmesflaggen sind nach jeder bestandenen Prüfung einfach ein Muss, wie auch der Tanz unterhalb der Kirche, der dem Kirmeshöhepunkt seinen Namen gegeben hat. Der Einkaufswagen führt über den Kreisel direkt zum Dorfgemeinschaftshaus, an dem es wie immer über eine Leiter durchs Fenster geht. Knutscher und Schnaps gibt's auch hier in Hülle und Fülle, nur die Musik, die verhallt nun ganz langsam, zumindest bis zum nächsten Jahr.